Ich bin von den Organisatorinnen und Organisatoren auch gebeten worden, etwas über die Unterschiede von Hannover früher und Hannover heute zu erzählen. Es ist schon klar, Hannover früher ist in meinem Fall gar nicht so wahnsinnig lange her. Aber ich vermute, dass das eine oder andere sich doch verändert hat. Gleichwohl kann ich diesen Vergleich natürlich nicht formulieren, weil ich gar nicht weiß, was Hannover heute ist. Aber ich kann ein bisschen was einleitend dazu sagen, wie sich Hannover Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre in der sozialwissenschaftlichen Lehre und Forschung aufgestellt hat. Und daraus dann vielleicht auch versuchen zu entwickeln, was ich mit der kritischen Theorie des Staates meine und will und warum es hier dann um Franz Leopold Neumann im Wesentlichen gehen wird, den ja wahrscheinlich viele mindestens dem Namen nach, hoffe ich, noch kennen, einen der beiden Juristen oder Politologen im Kontext der frühen kritischen Theorie, der auch mit im Exil in den USA war. Aber einsteigen möchte ich jetzt erstmal mit dem Fokus auf eigentlich die Frage, wie ich mal bei Franz Neumann gelandet bin oder bei der Auseinandersetzung mit Franz Neumann gelandet bin, nämlich mit dem Einstieg des Studiums. Ich habe hier noch diesen glorreichen Diplomstudiengang Sozialwissenschaften studiert und hatte das Glück, dass ich, als ich angefangen habe zu studieren, aufgrund angenehmer Fügungen quasi in der Schulzeit die Auseinandersetzung mit Marx und Engels im Wesentlichen hinter mir hatte. Also den Großteil der Dinge, die man so ansonsten zu Studienbeginn liest, schon kannte und im ersten Semester deswegen voller Elan und Begeisterung war und dachte, ach, jetzt habe ich quasi schon eine ganz gute Grundlage, um hier anzufangen zu studieren. Ja, einige Namen, die damals mir entgegenkamen, sagten mir da auch was, wie Oskar Negt oder Detlef Clausen, der ja in dieser Reihe auch noch vortragen wird, die zu dem Zeitpunkt auch noch aktiv in der Lehre waren. Ich war quasi voller Begeisterung und Elan und saß unter anderem im ersten Semester an einem Seminar über Demokratietheorie bei Gerd Schäfer. Vielleicht kennen einige den auch noch. Also es ging um Demokratietheorien. In der ersten Sitzung hat er erklärt, was seine Agenda ist und auch schon einen groben thematischen Aufriss gegeben und entgegen aller meiner Hoffnung verstand ich kein Wort. Ich saß da also und stellte mir die Frage, liegt das jetzt an Gerd Schäfer oder liegt es an mir, dass ich das, was er da erzählt, so überhaupt gar nicht verstehe. Ja? Intuitiv, wir kennen ja alle wahrscheinlich, intuitiv hat man Ahnung von Demokratie, das ist so ein Feld wie Rechtsextremismus, da hat man intuitiv, weiß man dazu was, man hat mindestens irgendeine Meinung und er hat was erzählt über Demokratietheorien. Ich verstand ihn gar nicht und habe mich gefragt, liegt das jetzt an ihm oder liegt das an mir? Und die Antwort, die ich mir selbst gegeben habe, auch vor dem Hintergrund, dass ich den Eindruck hatte, selbst ja doch auch ein gewisses Maß an Bildungsutopie zumindest mitzubringen, dachte ich erstmal, das liegt natürlich an ihm. Ja, auch das kennen Sie wahrscheinlich, dass ein Problem dann gerne externalisiert wird. Und ich dachte, gut, der kann das halt nicht erklären, ist alles ja so. Ne? Aber statt das zu machen, was man heute dann durchaus manchmal kennt, nämlich das Seminar einfach zu verlassen, habe ich mir gedacht, ich bleibe trotzdem da und habe, glaube ich, im Laufe des Semesters so ein bisschen was verstanden. Im Rückblick auch noch ein bisschen mehr, aber zunächst mal beim Einstieg doch noch ein wenig und wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich auch bis zum Semesterende immer noch relativ wenig von dem, was Gerd Schäfer gesagt hat. So, jetzt habe ich auch am Anfang des Studiums, ich komme gleich zum eigentlichen inhaltlichen Kern, bei dem Gerd Schäfer eine ziemlich große Rolle spielen wird, auch am Anfang des Studiums hat mich, das würde ich auch bis heute noch so festhalten, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus als zentrale Aufgabe der Sozialwissenschaften bewegt. Ich habe relativ viel gleich auch zum Thema Rechtsextremismus gemacht bei Wolfgang Kreuzberger. Wolf Pohl kennen Sie auf jeden Fall alle noch, also der war damals natürlich auch schon da. Und auch bei einigen anderen unterschiedliche Veranstaltungen im Feld Rechtsextremismus, Geschichtspolitik und solchen Fragen besucht. Und irgendwann fiel in diesem Zusammenhang mir ein Buch in die Hände, bei dem das alte Schäfer-Problem wieder auftauchte. Ich habe nämlich den Titel schon wieder nicht verstanden. Behemoth hieß das, von Franz Leopold Neumann verfasst. So ein schwarzer oder in der populäreren, verbreiteteren Fassung so ein schwarzer Band mit Teilen von marschierenden Füßen. Ich glaube, bei Fischer ist der in der prominenteren Auflage erschienen. Behemoth als Darstellung von Franz Neumann über den Nationalsozialismus. Ein Buch, bei dem, wenn Sie es nicht kennen, man sagen kann, es ist ausgesprochen gut lesbar. Ja, man kann auch politikwissenschaftliche Bücher schreiben, die man lesen kann. Es ist absolut fesselnd, es ist absolut parteiergreifend.
weil Franz Neumann natürlich den Nationalsozialismus in einer Zeit analysiert, als er an der Macht ist. Also das Buch ist ja quasi im amerikanischen Exil geschrieben und arbeitet mit dem eben für ihn zugänglichen Quellen. Das waren natürlich nicht so viele, wie man sich wünschen konnte, aber wenn man es vergleicht mit dem Reden nach 1945, Quellen seien nicht zugänglich gewesen, sieht man, es waren erstaunlich viele, die auch Neumann auch in den USA zur Verfügung hatte, um das NS-Regime zu charakterisieren und sich eben quasi mit seiner Struktur, es ist vor allen Dingen eine Strukturtheorie oder Strukturanalyse, auseinanderzusetzen und dabei ganz klar und ganz deutlich natürlich Partei zu ergreifen gegen den Nationalsozialismus und auch gegen einige Personen, die selbst in seiner eigenen Biografie, seiner rechtswissenschaftlichen Ausbildung eine Rolle gespielt haben. Karl Schmidt ist erwartbar, der dann auch in dem Buch eine große Rolle gespielt hat. Und also ich hatte diesen Behemoth in der Hand, konnte mit dem Titel erstmal nichts anfangen, habe da drin ein bisschen geblättert und gelesen und unter anderem dann voller Ehrfurcht, Entsetzen und Begeisterung entdeckt, das Ding hat Gerd Schäfer übersetzt. Also genau der Gerd Schäfer, ne? Sie erinnern sich, bei dem ich quasi in diesem Seminar saß und das war so ein Eindruck, ich weiß nicht, wer das auch schon mal erlebt hat, wenn man plötzlich so das Gefühl hat, die Personen, die man in einem Buch sieht, also die gibt es nicht nur wirklich, so, sondern man hat mit der selber auch im Studium was zu tun. Und mir war zu dem Zeitpunkt schon sehr klar, dass dieser Behemoth einfach eines der Bücher ist, die sozialwissenschaftlich nicht vergehen werden, also die einen zentralen wissenschaftshistorischen und aber auch interpretatorischen Stellenwert haben. Und es hat mich einfach völlig beeindruckt, dass Gerd Schäfer nun offensichtlich dieses Buch ins Deutsche übersetzt hatte mit einer ganz langen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine Einleitung oder ein Schlusswort war, auf jeden Fall mit einem ganz langen kommentierenden Text noch versehen hat. Und das quasi zusammenzudenken und zusammenzukriegen war ein beeindruckendes Erlebnis. Also quasi, es gibt offensichtlich auch Wissenschaftler, mit denen man selbst zu tun hat, auch wenn man sie erstmal nicht versteht, die dann auch ein zentrales, meines Erachtens bis heute epochales Werk der Politikwissenschaft aktiv mit begleitet haben. Und ich würde auch sagen, aus heutiger Sicht eigentlich, wenn man es staatstheoretisch betrachtet, ist dieser Behemoth wahrscheinlich zusammen mit Hobbes' Leviathan das aus meiner Sicht wichtigste staatstheoretische Buch überhaupt. Und Leviathan und Behemoth haben ja auch nicht zufällig was miteinander, oder nicht ganz zufällig auch was miteinander zu tun. Kennen die Figuren vielleicht aus der jüdischen Eschatologie. Leviathan und Behemoth sind Ungeheuer in der jüdischen Eschatologie. Das eine Ungeheuer beherrscht die See, das andere das Land. Das eine, der Behemoth, verkörpert dabei das Chaos. Und je nach Auslegung oder Lesart der Erzählung, ist es entweder so, dass die sich im gegenseitigen Kampf beide töten oder von Gott getötet werden. Also quasi dann so eine Idee von Gerechtigkeit aufscheint, wenn diese beiden Ungeheuer besiegt sind. Und Hobbes hat ja nicht nur einen Leviathan, sondern auch schon einen Behemoth geschrieben. Also hat ja nicht nur den berühmten, sondern etwas weniger berühmte Arbeit auch noch über den englischen Bürgerkrieg geschrieben und die Behemoth betitelt. Und Neumann hat sich eben dann auch ganz bewusst an diesem Bild bedient und ganz bewusst auch den Behemoth als das Chaos und quasi das Ungeheuer des Chaos verwendet, um damit den Nationalsozialismus zu illustrieren. Und da komme ich gleich nochmal etwas genauer drauf, eben auch zu zeigen, warum für ihn der Nationalsozialismus eben ein Unstaat, nicht ein Staat, sondern ein Unstaat war, der eben mit einer solchen Metapher belegt werden konnte. Und das haben auch, oder kann man auch an einigen anderen Ideen und Aufzeichnungen von Horkheimer aus dem Exil sehen, so ein Stück weit damit auch eine Metapher entwickelt hat, die so die Hoffnung auf das Unmögliche, nämlich zur Zeit der totalen Herrschaft des Nationalsozialismus, die Hoffnung, dass dieses Ungeheuer dennoch besiegt werden könne, damit auch versinnbildlicht hat. Also die erste Auflage von Behemoth ist 42 erschienen, die zweite dann 44 und war, wie gesagt, vom Material her absolut beeindruckend. Aber zu dem Buch gleich noch etwas mehr. So bin ich eben dann bei Franz Leopold Neumann gelandet, einem, wenn man sich mit kritischer Theorie befasst, eben nicht unbedingt als allererstes einfällt. Einerseits, weil er sehr früh verstorben ist, 54,
ich glaube 1900 geboren, also auch relativ jung, mit einem oder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Deswegen quasi so die Phase, die bei vielen dann so die Eröffnung der Hauptwerke oder der zweiten oder dritten Hauptwerke ist, nicht mehr erlebt hat. Also die letzte Schrift von ihm, Angst und Politik, war der Versuch, auch Psychoanalyse und Politikwissenschaft zusammenzubringen. Das ist quasi ein Projekt, das in Unvollendung bei ihm letzten Endes geblieben ist und nur auf der Ebene eines Vortragsmanuskriptes überliefert ist. Also dieser Franz Neumann, der einem eben nicht als erstes einfällt, einerseits eben, weil er relativ jung verstorben ist, andererseits, weil er als Politologe und Jurist zweimal promoviert, einmal in Rechtswissenschaft und einmal in Politikwissenschaft, weil er als Politologe und Jurist sicher auch nicht zu den harten Disziplinen der kritischen Theorie zählt oder gezählt wurde und insofern dann auch andere einfach präsenter oder in der Erinnerung auch stärker erhalten sind. Ja, wer war Franz Leopold Neumann? Neumann ist in der Weimarer Republik politisch und wissenschaftlich sozialisiert, war ein großer Anhänger dieser Idee der sozialen Demokratie, aktiv im Bereich der Gewerkschaften, aktiv im Bereich der Sozialdemokratie, als Anwalt tätig, zusammen mit Ernst Fraenkel, den vielleicht einige auch dem Namen nach kennen, als Autor des anderen großen politikwissenschaftlichen Buches über den Nationalsozialismus, des Doppelstaates, ja, das Fraenkel noch der aufgrund des Frontkämpferprivilegs noch in den Frühjahren des Nationalsozialismus als Anwalt praktizieren konnte im Deutschen Reich, im Nationalsozialismus. Und in dieser Arbeit des Verteidigens von vor allen Dingen auch politisch Verfolgten eine Innenansicht ja dann des Rechtssystems geschrieben hat, des Doppelstaates, der aus Normen und Maßnahmen besteht, den Normen, die einfach aufrechterhalten werden, und den Maßnahmen, die eben der Willkür und dem Gusto der Richter, dem Richterrecht folgen. Fraenkel sagt dann später auch, eigentlich schreibt Neumann mit seinem Behemoth diese Doppelstaatstheorie fort. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ohne so viel über Fraenkel zu sagen, also Neumann und Fraenkel arbeiten zusammen, vor allen Dingen im Bereich Arbeitsrecht, zunächst mal in der Weimarer Republik, in der Anwaltskanzlei, im Bereich der Gewerkschaften und auch der SPD eben als Rechtsanwälte tätig und sind beseelt von dem Glauben, diese Rechtsgleichheit in Weimar erweitern zu können zu einer sozialen Gleichheit. Ja, so dieser Rückblicken muss man sagen, ja sehr, sehr klassischen Fehlannahme der Sozialdemokratie der 20er Jahre. Aber sie hoffen, dass sie durch Rechtspraxis, dass sie quasi durch beständige Arbeit an den Normen der Verfassung eben diese Rechtsgleichheit, diese liberale Rechtsgleichheit erweitern können zu einer sozialen Demokratie und dass sie insofern eben auf eine Form von reformatorischem Ansatz soziale Elemente in Verfassungsrang bringen können. Das wird, wie Sie alle wissen, jäh enttäuscht. Neumann und auch Fraenkel, aber ich glaube Neumann vielleicht sogar noch mehr, sind sehr schnell sehr desillusioniert von dieser Hoffnung und von diesem Glauben an den bürgerlichen Staat, sind auch, also Neumann geht dann zunächst ins Exil nach Großbritannien, promoviert da auch, wie gesagt, ein zweites Mal, nachdem er in Arbeitsrecht zunächst promoviert hat, ein zweites Mal in Politikwissenschaft an der LSI, ist desillusioniert und verzweifelt, ja, im handgreiflichen Sinne verzweifelt darüber, dass eben diese Hoffnung, dieser Glaube an eine Sozialisierung der Demokratie nicht eintritt und überwirft sich quasi eigentlich mit seinen eigenen Annahmen. Für mich, glaube ich, auch ein Phänomen, das man nicht ganz untypisch vielleicht im Bereich kritischer Theorie annehmen kann, eben auch eigene Fehleinschätzungen wahrzunehmen und auch zu korrigieren, und entwickelt in den 30er Jahren im Prinzip eine neue Idee von Staatstheorie, von staatlicher Entwicklung. Seine zweite Promotion, die ich jetzt hier gerade schon, glaube ich, zum dritten Mal erwähne, handelt auch vom Recht in der bürgerlichen Gesellschaft und der Transformation des Rechtes. Ganz kurz gefasst, sehr angelehnt an die Idee des Monopolkapitalismus, einer Idee, dass in der bürgerlichen Gesellschaft sich vom freien Vertrag
und in den damit implizierten Hoffnungen und Postulaten eben auch über darüber hinausgehende Formen der Verwirklichung von vielleicht auch sozialer Freiheit, dass sich das durch die Monopolisierung, dass dadurch sich das Recht eben auch letzten Endes immer mehr zu einem Instrument der ökonomischen Monopole schließt und die hypothetische Freiheit des Vertrages, ja, Sie und wir alle dürfen Fabriken besitzen, dass sich die eben faktisch durch die Monopolisierung im Kapitalismus aufhebt und dass quasi damit eben das Recht in der bürgerlichen Gesellschaft nur noch hypothetisch ein Freiheitsinstrument ist, faktisch aber eben nur noch bestimmten monopolisierten Interessen dient, so die Annahme von Neumann. Und dabei etwas macht, was auch eigentlich ganz spannend ist, nämlich auch mit wahnsinnig viel empirischem Material arbeitet. Empirisches Material meint in diesem Fall mitnichten Umfragen, sondern meint eine ganze Reihe von Theorien zur Grundlage seiner Analyse macht, eine Reihe von Gesetzen oder Verfassungstexten mit einbezieht und quasi so eine gewisse Dynamik zwischen politischer oder Staatstheorie und materieller Praxis vor allen Dingen in Europa skizziert und das aber eben nicht im einfachen philosophischen Sinne, ja, als ein Nachdenken über eine Sache, sondern mit gesättigten empirischen Quellenmaterial eben aus der Analyse heraus. Das ist auch was, was man dann am Behemoth sehen kann, also mit Unmengen an ausgewerteter Literatur, die aber eben nicht nur begriffen wird als Literaturrezeption, sondern als Ausdruck bestimmter materieller Realitäten von Gesellschaft. Für Neumann ist damit, und das ist vielleicht auch einer der inhaltlichen Kerne dessen, was mein Vorschlag wäre, als kritische Theorie des Staates zu begreifen, für Neumann ist der Staat etwas Ambivalentes. Und zwar sowohl in der Theorie wie in der Praxis. Also sowohl im Nachdenken über Möglichkeiten, Funktionen, Potenziale des Staates, wie in der realen Ausprägung als konkreter Staatsorganisation oder konkreter Staatsapparat. Und Neumann macht damit eigentlich aus meiner Sicht zumindest einen Doppelfehler. Rechter und linker Staatskritik nicht. Also er macht zwei Fehler nicht. Denn er glaubt einerseits nicht an den Staat, aber er verteufelt ihn andererseits auch nicht. Deswegen quasi ist seine Staatsinterpretation oder Staatstheorie auch ambivalent. Ich werde das gleich noch versuchen, ein bisschen genauer zu skizzieren, was das meint. Aber die beiden Fehler, die er nicht macht, ist nicht einerseits kategorial, wie das vielleicht aus einer anarchistischen Position formuliert würde, generell den Staat als zu bekämpfen oder zu verteufeln, ablehnen und andererseits aber auch nicht zu glauben, wie das vielleicht in einer eher etatistischen, sozialistischen Tradition oder dann natürlich auch im Konservatismus der Fall wäre, zu glauben, dass der Staat eben grundsätzlich dazu geeignet wäre, zwingend Probleme zu lösen bzw. Fortschritt durchzusetzen. Und er macht es deshalb nicht, weil er eigentlich eine Form von historisch-empirischer Staatstheorie formuliert. Also erkennt, dass eben in unterschiedlichen gesellschaftlichen Konstellationen und Konflikt- und Interessensituationen der Staat auch unterschiedliche Funktionen wahrnimmt. Und dass er eben genauso zum Instrument für die Durchsetzung von Fortschritt werden kann, wie auch genau das Gegenteil eben dies verhindern. Kleine Fußnote vielleicht, die Antisemitismusforschung war erwähnt, eigentlich wollte ich da gar nicht drüber reden heute, aber daran kann man es auch ganz gut sehen. Ja, also je nachdem, ob ein Staat jetzt beispielsweise Diskriminierung, antisemitische Diskriminierung verhindert oder toleriert, kann er damit natürlich eine unterschiedliche Funktion wahrnehmen. Und das können wir in unterschiedlichen Feldern auch sehen. Und für Neumann ist dieser Staat aber nicht einfach eine, wie soll man sagen, ein nicht fassbares allgemeines Phänomen, sondern der Staat pendelt für ihn zwischen zwei Extrempositionen. Und zwar zwischen der einen Extremposition der Freiheit und der anderen Extremposition der Souveränität oder andere Begriffe zwischen Macht und Recht. Also zwischen einerseits der Möglichkeit oder dem Ermöglichungspotenzial Freiheit, in welchem Maße, wie klein vielleicht auch immer, aber Freiheit zu ermöglichen und durchzusetzen, das sind ja auch Elemente, die man am bürgerlichen Staat sehen kann, oder andererseits, also dann eben in Rechtsform zu bringen, oder andererseits eben die Souveränität
damit eben ein Machtpotenzial der Durchsetzung von bestimmten Zielen. Und Neumann hat, das kann man in seinem Werk auch ganz gut nachvollziehen, je nachdem, welche dieser Varianten er für bedrohter sah, auch mal für das eine oder mal für das andere argumentiert. Allerdings immer ausgehend von diesem Primat der Freiheit oder auch der Rechtsgleichheit, das letzten Endes immer das zentrale Motiv auch gegen die Macht des Staates oder die Allmacht gewesen ist. Wichtig ist, dass er einen Gedanken, der ganz, also vielleicht einer der zentralsten Gedanken ist, von Hobbes übernimmt, den man selten bis ungern mit Hobbes verbindet, nämlich dass diese Souveränität, also die der Staat hat, die Macht, ja, Gewalt auszuüben, das Webersche Monopol, legitime Monopol physischer Gewaltsamkeit, also diese Macht, dass er die nur hat, der Staat, weil er den Individuen, den Subjekten etwas verspricht, nämlich ihre Freiheit zu sichern. Das ist ein Element in der Hobbeschen Staatstheorie, die quasi ja darin besteht, in dieser Idee bei Hobbes des Vertragsschlusses und damit der Delegation von Individualmacht, ja, also alle Individuen schließen einen Vertrag und geben ihre Macht mit dem Zwecke ab, dass der Staat ihr Leben und ihre Sicherheit garantieren soll. In diesem Vertragsschluss bei Hobbes, der, wie Sie alle wissen, ja nur eine Einbahnstraße bei Hobbes ist und der quasi im Prinzip jetzt keiner tieferen Kontrolle oder Regulierung unterliegt, darin verspricht der Staat als Grundannahme der bürgerlichen Staatstheorie, darin verspricht der Staat, den Individuen ihre Freiheit eben in irgendeinem Maße zu sichern. Wie klein das auch immer sein mag. Und den Gedanken übernimmt Neumann und sagt, Souveränität ist nur dann überhaupt legitim, wenn sie ein, wie klein es auch sein mag, aber ein Mindestmaß an Freiheit auch garantiert. Und wenn sie das nicht tut, wie im Nationalsozialismus, dann ist es keine Souveränität mehr, dann ist es auch kein Staat mehr. Weil dieses Tauschverhältnis in der Idee des der liberalen Vertragstheorie eben eingeschrieben ist. Und das heißt, wenn man das aufgibt, wenn man dieses Minimum an Freiheit nicht mehr als Staat garantieren kann, gibt man auch für Neumann seine Existenz als Staat auf. Deswegen ist dann für ihn auch der Nationalsozialismus eben kein Staat, sondern ein Unstaat, weil er nicht nur, das ist bekannt, keine Freiheit garantieren kann oder will, sondern auf der anderen Seite eben auch damit den Anspruch letzten Endes auf Souveränität, die sich nur auf einem solchen Mindestmaß an Freiheit gründen kann, diesen Anspruch aufgibt und insofern Souveränität für Neumann etwas bedeutet, was gerade eben nicht einfach die totale Allmacht des Staates ist, sondern immer in einem Auftrags- und Legitimationsverhältnis steht. Insofern kann man vielleicht mit Neumann auch sagen, Souveränität existiert für ihn immer nur da, wo sie eben durch Freiheit legitimiert ist. Das wird in vielen anderen Feldern, kann das ein interessanter Gedanke werden, wenn man zum Beispiel sich auch die Frage stellt, wie man eigentlich in der Gegenwart gegen Menschenrechtsverletzungen von Staaten argumentieren möchte, die die Menschenrechtserklärung nicht gezeichnet haben. Dann kann man das mit so einer Argumentationsfigur durchaus machen, ohne in eine naturrechtliche Argumentation verfallen zu müssen, glaube ich. Aber da kann man vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Und insofern ist eigentlich ein ideengeschichtlich zentraler Schlüssel für Franz Neumann dieser Bezug zu Hobbes und zur Vertragstheorie. Er macht ja auch durch die Titelwahl ganz bewusst diese Analogie, diese ideengeschichtliche Analogie zu Thomas Hobbes und der Vertragstheorie auf und entwickelt eben mit dem Behemoth dann eine Theorie des Nationalsozialismus, den er als genau das eben nicht mehr als bürgerlichen Staat, sondern als Unstaat oder, weiß ich nicht, vielleicht in Verbindung von Neumann und Arendt könnte man dann auch einfach von totalitärer Ordnung oder totalitärer Unordnung sprechen, aber eben für Neumann kein Staat mehr, weil dieses Minimum an Freiheit oder Rechtsgleichheit ideengeschichtlich, vertragstheoretisch verspricht und garantieren muss und für Neumann eben dann beim Blick auf den Nationalsozialismus wird klar, dass genau das dann auch in der langen Entwicklungslinie des Rechts in der bürgerlichen Gesellschaft letzten Endes suspendiert wird, dass auch die Rechtsstruktur, da schließt er dann ja auch argumentativ an Fraenkel an,
eben auch durch Maßnahme und nicht mehr durch Norm überwölbt wird. Das kennen Sie auch alle beispielsweise aus dem Strafrecht, wenn man oder was ja eine nationalsozialistische Praxis war, besonders im Strafrecht war, nicht nur das Rückwirkungsverbot aufzuheben, sondern auch systematisch Generalklauseln in das Recht einzuführen. Was sind Generalklauseln? Die berühmteste Generalklausel, die ich mir jetzt auch von Neumann einfach borge, sind quasi eigentlich solche Dinge wie gute Sitten. Ich habe gewisse Skepsis, dass wir hier im Raum einen Konsens darüber herstellen könnten, was denn die guten Sitten sind. Aber wenn wir uns nur mal vorstellen, was der amtierende Papst unter guten Sitten versteht und was man in einer autonomen WG unter guten Sitten versteht, kann man sich vorstellen, es gibt eine relativ große Bandbreite dessen, was denn gute Sitten sein können. Das ist in der Politik, in der Gesellschaft, im sozialen Raum gar kein Problem. Da kann man drüber streiten, das kann man diskutieren, da kann man vielleicht auch Regularien finden, wie man mit unterschiedlichen Vorstellungen umgehen kann. Wenn man das aber zur Rechtskategorie erhebt, wird es ein Problem. Weil das heißt natürlich, Sie implementieren in die Rechtsstruktur etwas, was rechtlich nicht zu lösen ist, sondern was nur politisch lösbar ist und geben damit einem Richter oder einer Richterin die volle Macht, darüber zu sagen, was sind denn die guten Sitten? So, und genau das ist das, was der Nationalsozialismus gemacht hat, also Generalklauseln zu implementieren in das Recht und damit die Möglichkeit zu schaffen, an solchen Dingen, an solchen Entscheidungssituationen von Recht, dem Richter, der Richterin, vielleicht auch im Einzelfall, weiß ich gar nicht, inwiefern das historisch relevant war, aber vor allen Dingen eben dann den Richtern, die volle Entscheidungskompetenz darüber zu gehen, ob jetzt jemand gegen gute Sitten verstößt oder nicht. Das führt dann zu so Fällen, dass für dieselbe Tat unterschiedliche Menschen unterschiedlich bestraft werden. Das ist ja auch so ein Phänomen, auch im nationalsozialistischen Strafrecht, dass nicht mehr die Tat, sondern der Täter oder die Täterin in den Mittelpunkt gerückt wurde. Also nicht, was hat man getan? Hat man einen Apfel gestohlen und bestraft es nach gleicher Bemessensgrundlage, sondern entscheidend ist, wer hat das getan? Wenn das der Nationalsozialist war, dann hat er das vielleicht zur Aufrechterhaltung der, Fiktion einer Volksgemeinschaft getan. Und wenn es dann eben wenn dann der Diebstahl von einem Juden begangen wurde, dann ist das quasi eben genau das Gegenteil und dementsprechend wird das eine eben quasi fast noch juristisch belobigt, das andere dann eben hart sanktioniert. Und das ist das, was, wie gesagt, Fraenkel, aber dann vor allen Dingen auch Neumann im Nationalsozialismus ausmachen, diese Verankerung von Generalklauseln in die Rechtsordnung, die es ermöglicht, auf der einen Seite getreu den Gesetzestext, das was Fraenkel den Normenstaat nennt, einfach weiter zu verfolgen, und andererseits aber in der Rechtsordnung eine Struktur geschaffen zu haben, die die Maßnahme ermöglicht, also das Richterrecht, die Willkür, die reine Entscheidung auf der Basis von Ansehen der Person oder auch Ablehnung oder Abneigung oder Hass gegen Personen. Und insofern damit die Rechtsordnung auszuhöhlen, das ist auch was man bis vor einiger Zeit von Joachim Perels auch hier in Hannover sehr intensiv in der Auseinandersetzung, auch der historischen Auseinandersetzung, auch lernen konnte, also im Prinzip eine Ordnung zu schaffen, die auch dann in der materiellen Struktur keine Rechtsordnung mehr ist, weil sie nicht mehr Gleiches gleich behandelt, weil sie nicht mehr ein Rückwirkungsverbot einzieht und eben weil sie mit diesen Generalklauseln arbeitet. Auch da ein interessantes Anschlussprojekt, das man an Fraenkel und Neumann anschließen könnte, wäre die Frage, inwiefern es im deutschen Strafrecht bis heute Generalklauseln gibt. Sie werden sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig drüber wundern, wenn ich Ihnen sage, es gibt die auch heute noch und insofern wäre das auch ein guter Anknüpfungspunkt, um da auch intensiver am Material, an Rechtsprechung und so weiter anzuschließen, wie die also eben entsprechend verwendet werden. Und das, was Neumanns Argument in Bezug auf den Nationalsozialismus ist, erstmal, dass genau diese Form oder dass das Recht oder das Unrecht diese Form annimmt und dass damit eben die Maßnahme oder mit Karl Schmitt die Entscheidung oder etwas gesellschaftskritischer formuliert, die Willkür, das entscheidende und bestimmende Moment in der politischen Ordnung wird, dass damit natürlich jede Form von Freiheit suspendiert wird, weil auch das kennen Sie alle, ja, wenn Sie irgendwie die Entscheidung treffen, ob Sie in einer geschlossenen Ortschaft die Höchstgeschwindigkeit überschreiten, können Sie sehr genau kalkulieren, um wie viel Sie das machen können in einem PKW und was das für Folgen und für Konsequenzen hat. Wenn man sowas mit einer Generalklausel verbinden würde, könnte man auch sagen, ja, also wenn Sie 50 fahren, ist das okay, aber wenn Sie nur 30 fahren, dann müssen wir das hart bestrafen. Also insofern quasi nach Ansehen einfach der Person urteilen und nicht mehr nach dem gleichen Gegenstand. Das heißt, damit wird Freiheit natürlich auch strukturell suspendiert,
weil es gar keine Kalkulationsmöglichkeit mehr gibt für die Frage, was passiert denn, wenn man das, was man darf, nicht einhält. Wenn man das in die rechtliche Form der Generalklausel oder die politische Form der Willkür umwandelt, ist klar, es kann damit keinen Freiraum und keine Freiheit mehr jenseits völkischer Vergemeinschaftung geben, weil eben das Individuum gar nicht mehr, das Subjekt gar nicht mehr in der Lage ist, auch nur hypothetisch zu kalkulieren, was das eigene Handeln für Folgen zeitigen könnte oder nicht. Was Neumann dann im Behemot noch sehr stark betont, ist auch, dass eben die Souveränität zerschlagen wird. Das bricht ein bisschen mit einem umgangssprachlichen Bild, das man über den Nationalsozialismus hat. Das ist ja so ein bisschen inspiriert, durchaus vom Begriff des Faschismus. Sie kennen diese Metapher, das Rutenbündel, die Gewalt in einer Hand, zentralisiert. Neumann argumentiert dagegen, sagt, es gibt da keine Souveränität, sondern es gibt nebeneinander her existierende Machtstrukturen. Das können Sie sich alleine historisch vor Augen halten, wenn Sie an die Konflikte zwischen SS und SA denken, beispielsweise. Und es gibt unterschiedliche Versäulungen, in denen nebeneinander, zum Teil kooperieren, zum Teil aber auch gegeneinander, unterschiedliche Instanzen willkürliche Maßnahmen durchführen. Mit einem gewissen Maß an Polemik könnte man vielleicht sogar sagen, dass es fast eine Form von föderalem Nebeneinander ist, aber das Maß der Polemik ist in Bezug auf Neumann dann auch nicht ganz so groß, weil er auch an ganz anderer Stelle ein ganz wichtiger Kritiker des Föderalismus aus genau diesem Grund ist oder mit genau diesem Argument ist, dass das eben quasi letzten Endes auch solchen Strukturen Vorschub leistet. Also das heißt, die Freiheit ist aufgehoben, suspendiert und wird bekämpft. Andererseits gibt es den souveränen Staat nicht mehr, sondern unterschiedliche Versäulungen und Vermachtungen von Willkürinstanzen, die zwar einem ähnlichen Ziel, einem ähnlichen völkischen oder antisemitischen Ziel orientiert sind, aber eben auch miteinander koexistieren, zum Teil auch gegeneinander operieren und damit das Maß der Willkür natürlich noch weiter potenzieren. Also wenn Sie sich einfach nur vorstellen, es gibt einen Akteur, bei dem wissen Sie nicht, was er tut, wird das nochmal weiter radikalisiert, wenn es plötzlich 3, 4 oder 5 Akteure sind, von denen man nicht mehr weiß, was sie in einem scheinbar kalkulierbaren Fall tun würden oder tun könnten. Insofern bin ich dann auch beinahe am Ende angelangt, nämlich bei dem Argument, dass Franz Neumann als wichtiger Vertreter der klassischen kritischen Theorie eine historisch-empirische Strukturtheorie des Staates formuliert, die aus zwei Gründen meines Erachtens verdient, als kritisch-theoretisch auch heute noch interpretiert zu werden. Einerseits dem schon länger argumentierten Grund in Bezug auf die Ambivalenz moderner Staatlichkeit und eben die Widersprüchlichkeit und die Unmöglichkeit, zu einem letztinstanzlichen Urteil in die eine oder andere Richtung. Und andererseits, weil er bei all dem, was er an Auseinandersetzungen mit Recht und Staat vorgenommen hat, konsequent nicht utopisch oder antiutopisch bleibt. Also das heißt, wir finden bei Neumann keine Idee davon mehr nach den historischen Verwerfungen der Weimarer Republik, finden wir bei Neumann keine Idee mehr davon, wie denn jetzt der gute, der positive, der schöne Staat oder die Ordnung aussehen sollte, sondern nur konsequente Negationen dessen, was nicht sein soll. Und damit nicht die Okkupation des Denkens anderer mit einer konkreten Utopie, der dann alle irgendwie wieder folgen könnten oder sollten, sondern nur das Minimum an Idee eben zu ahnen oder vielleicht auch zu wissen, was nicht sein soll, ohne dabei eine Wendung ins Positive oder eine Wendung ins konkret Utopische vorzunehmen. Und das wäre aus meiner Sicht, glaube ich, einer der wichtigen Verbindungslinien in der klassischen kritischen Theorie, nämlich ganz konsequent bei der Kritik zu verharren und aus dieser Form der negativen Auseinandersetzungen dann natürlich auch Potenziale zu entwickeln, die aber nie ins Konkrete, Utopische oder Positive zu wenden und damit eben genau der, wie soll man sagen, dem Charme nicht zu verfallen, anderen Menschen, anderen Individuen das Wesentliche
ihres Subjektcharakters zu nehmen, ihn eben nicht vorzuschreiben oder Ideen zu entwickeln, wie etwas sein soll, sondern ganz konsequent nur zu sagen, wie es nicht sein sollte. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank.